Hintergrund sieht auch ein bisschen anders aus. Wuhu, der wahre Bowser. Also, wie man es nennt. Wie oft der sterben kann, wundert mich sowieso immer. Und danach kommt immer so, als ob, ob nie was passiert wäre. Und auch ein Ding-Ding, glaube ich. Wir müssen richtig gehen. War das richtig? Nein, ist doch falsch. Okay, also weiter. Oh, fuck it. Du darfst auch gleich, keine Sorge. Mann, kleine Plattform. Und oben lang, ne? Und hier rein. Nein, verdammt. Verdammt! Ich hasse dich! Hä? Warte mal, dann in die erste rein. Unten. Und dann die erste. War das richtig? Denk immer schon. Yay! Jetzt. Fuck it! Hier. Das war fies, weil sie wirklich nicht hochkam. Okay, ich hab hier ein bisschen Schiss. Eigentlich ist es nur weit laut. Na, du bist nicht krank. Mann. Das war knapp. Aber wer will das nicht? Gleich am Anfang seiner Wohnung Lava-Bad. Das ist die altmodische Bodenheizung. Da rein. So. Und nun, ja, wusste ich ja noch nicht, ne, gestorben da an der Seite. Dann wird er da jetzt rein und ich würde mal sagen, weiter, ne? Und jetzt da rein? Probier mal. Okay, dann weiter. Da oben. Wie soll ich da oben hinkommen, ey? Wie wohl? Hast eben die Möglichkeit, ja, gleich weggehauen. Mit den Gegnern. Oh, im Hintergrund ist eine Statue und Bronze aber nur. Ja, aber da komme ich dann niemals hoch mit den Gegnern. So was kann ich. Ja, deshalb übt man es ja. Okay, ich muss gerade reden, denn ich übe mit Minecraft. Aber trotzdem. Wenn du das hier spielen möchtest. Ah. Und wenn wir jemals den zweiten Teil spielen wollen würden, solltest du das schon können. Hast du da was safe gemacht? Nein. Ich bin das gerade eben nicht kapiert. Es ist einfach nur, du träumst. Oh, für mich ein Albtraum. Ja. Du kannst die Sprünge. Du hast es eben auch geschafft. Es ist, als ob du nach einmal Spielen gelangweilt bist und dich nicht mehr anstrengst. Mit dem Level, meine ich. So. Jetzt. Genau. Halt und. Ja, das ist wie mit dem Trampolin. Du musst springen, wenn er gerade aufkommt. Das kann man gut auch im Super Mario RPG-Spiel üben. Aber das habe ich nie 100er geschafft. Du kannst also irgendwie, wenn du es schaffst, 50 Mal zu springen, kriegst du irgendwie immer mehr Punkte und. Das ist voll heftig. Einfach nach rechts weitergehen. Ja, nochmal den gleichen Scheiß machen. Musst du ja so oder so. Ah, durch. Da kommst du ja nicht drüber weg. Ne? Vielleicht gibt es ja einen geheimen Block. Kann auch sein. Probier's, aber ich glaube, die gibt es im ersten Teil noch nicht. Ah, ich habe. Wo ist der zweite? Der ist nicht erschienen. Weil sich gedacht hat. Ja, ich verschwinde mal. Der ist ja auch alle nicht wirklich da. Nee, er hat gerade seine Lieblingsserie geguckt. Dang. Da wollte er nicht zur Arbeit kommen. Hat gesagt, Herr Bowser, mir geht's nicht so gut. Ja, und die haben keinen Bock mehr. Voll lieb, mich verarschen. Gehen weg. Oh, das ist doch ein versteckter Block. Und ich? Hab nicht gedacht. Wäre cool, hättest du so geschafft. So. Gleich sind wir durch. Er kommt nicht, wenn du dran stehst. Ach so. Hab ich doch schon gefunden, erzählt. Hört echt gut zu. Kennt ihr das? Na, einige von euch kann das vielleicht von Eltern oder sowas. Mhm. Oh, scheiße, ja. Ich glaube, da musst du mal rein, ja. Und dann tun sie immer so, als ob du es nicht erzählt hättest. Rein? Voll die Arschlöcher. Nein, hast du nicht erzählt? Doch.
Man möchte es einfach alles aufnehmen. Am liebsten irgendwie so Kameras oder so. Und dann doch, guck hier. Und dann, nein. Meine Fresse, wo ist denn dieser Affe? Das bin ich nicht. Hä? Also sieht einfach aus wie der Anfang. Ja. Das ist der Anfang. Aber ist vielleicht auch ein Verarsche. Geh mal weiter. Vielleicht will ich das Spiel auch verarschen. Nee, es wollte uns, glaube ich, damit verarschen, dass er wieder an den Anfang gegangen ist. Bitteschön. Aha, und wie komme ich dann weiter? Weiterlaufen. Ich bin in diese Röhre gegangen, ne? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube schon. Einfach weiter. Ich glaube, ich muss in diese. Probier es. Jo. Sehr gut. Wo soll ich speichern? Oh, schaffst du schon. Oh. Auch nicht mehr so viel Zeit, ne? Würde ich mal sagen. Aber kein Druck, kein Druck. Oh Mann! Groupies! Wir fliegen auf dich! Du bist so wunderschön! Ich glaube, Mario ist so einer, der würde viele Weiber abbekommen. Warum er nur mit Peach? Wir wissen es aber nicht. Vielleicht ist Peach einfach nur eine von ihr, seinen Bitches. Weil Mario, auch wenn er nicht so nach dem aussieht, ich glaube, es ist seine Selbstbewusstsein und seine extreme Coolness, dass er einfach hingeht und sagt, ich rette dich, ey. Pff, nichts bei. Oh, dein Freund! Und Kupferstecher. Ach komm, jetzt, du darfst das Spiel durchspielen, aber nur, wenn du dich anstrengst. Oh Mann, ach komm. Müsstest du das Level nicht beim Speedrun gesehen haben? Ja, das hab ich gesehen. Also hast du ja eigentlich einen Vorteil. Just saying. Ach komm schon! Affe, Alter. Nein, das ist eine Schildkröte. Affenschildkröte. Affe kam später mit Donkey Kong. Jetzt war im Ernst. Ah, nicht später. Also. Wann springt er denn der Affe? Früher. Eigentlich kam Donkey Kong vor den Cooper, aber für die Leute zu Hause, meine ich. Was soll ich denn da machen? Dann wiederum Atari hatte auch Donkey Kong. Was soll ich denn machen? Also nehme ich das zurück. Abwarten, bis er das macht. Ja, toll. Du bist so ungeduldig und dann wartest du auch auf der anderen Seite ab, weil er wirft, ja, aber wie, er wirft immer in einem Bogen. Ja, dazu und? Lernen, aus Situationen lernen. Ja, und? Dann wartest du, bis er springt, gehst unten durch. Und nicht an einfach hier beten und hoffen, dass irgendwas passiert. Es ist ein bisschen so, ich kann's. Das ist immer so, wenn ich das mache, dann hilft dir das ja nicht so. Oh Mann. Und deshalb, Kinder, damals war das so, ohne Self-State, da durftest du hier nicht rumheulen und sagen, es geht nicht, dann musstest du aufhören. Dann hieß alles, was, du hast Mario noch nicht durchgespielt, was bist du denn für ein Loser? Und dann hat man das halt sich angestrengt und hat nicht so immer wieder ist man reingelaufen, sondern man hat hier gewartet und ist dann unten Fick durch. Fick dich, du Motherfucker, Alter! Mother. Dann, oder du nicht läufst Mother. Halt... Das ist mir scheißegal jetzt. Mother? Moder, Vater, Facker. Ich fang gleich an zu heulen. Das war aber gut. Aber ganz ehrlich, du hast es richtig gemacht. Das ist es eben. Du fehlt die Geduld, aber das liegt einfach an der Generation. Du lernst es jetzt aber und danach war es einfach blöd, weil nicht gesprungen. Aber, hallo, ich hab dich eben noch gelobt. Ja, was kann ich denn dafür, wenn er nicht abbremst, dieser Affe? Kannst auch warten, bis er fertig mit Werfen ist und rüberspringen, aber nicht sofort. Deshalb, wenn man die Ruhe bewahrt, dann belebt man auch eher. Ja, guck mal, das ist so, wie wenn man, ich schaff das nicht. Wenn man einmal trinken ist. Wenn du in Panik gerätst, ertrinkst du wohl wahrscheinlich sofort. Aber wenn du in Ruhe bewahrst, dann kannst du es schaffen. Fick dich, ich schaff es nicht. Dann warte ab. Warte mal davor ab und guck, wie er wirft. Und wenn er aufhört zu werfen, kannst du springen. Aber dann musst du halt warten. Wenn er gerade nichts in der Hand hat oder so, dann kannst du vielleicht oben rüber springen. Aber das ist halt sehr gefährlich. Jetzt zum Beispiel wäre... Siehst du das? Wie jemand kurz eine Pause macht und er nichts in der Hand hat,
Genau. Aber zum Beispiel, er hat einen Ablauf und den kann man benutzen. Also, so wo noch damals Gegner besiegt, Endgegner. Heute gibt es immer noch manchmal in einigen Spielen, aber in sehr wenigen leider. Heutzutage heißt es nur noch raufschießen. Aber in einigen Spielen gibt es das. Und hier zum Beispiel jetzt auch. Ja, nein, ich dreh durch. Was ist das? Du musst dich entscheiden, was du machen möchtest, das stimmt. Nein. Nicht einfach springen. Was denn, Alter? Bin ich bloß groß? Nein, das ist auch wieder eine falsche Einstellung. Das ist wieder Mario World mäßig. Einfach Yoshi opfern. Oh, jetzt dreht er ab. Jetzt dreht er ab. Ja. Jetzt. Siehst du diesen kurzen Moment, den konntest du, hättest du doch nehmen können, rüber zu springen. Guck mal, denn zurück? Ja, aber wenn du nicht unten durchkommst, musst du was anderes suchen. Wenn einen Weg nicht geht, nimm einen anderen Weg. Hier, warte, bis er mal nicht wirft, sondern kurz wartet. Und dann springst du rüber, genau. Wieso springst du nicht ganz kurz auf ihn rauf, wenn er gerade nichts wirft? Du weißt doch, dass er kurzzeitig, wenn man seinen Hammer nicht mehr sieht, kurzzeitig nichts macht. Ja, jetzt dreh mal nicht durch, du Affe. Fick dich, daneben zu. Am Arsch! Dann eben so. Aber nein, nicht fick dich, du hast es richtig gemacht, so wie es sein soll. Ah, und du kriegst auch noch groß damit. Nee, ich habe ihn doch nicht gespoilert. Mit Pilzen wird man groß. Tiefer Peach. Thank you, Mario. The kingdom is saved. Now try a more difficult quest. So, jetzt müssten wir nämlich, wenn wir jetzt starten, ist das gleiche, können wir das Spiel nochmal durchspielen, aber ein schwerer. Wenn wir dann durchgespielt haben, gibt es glaube ich 9. Aha. Ja, und das war halt damals auch so. Das war typisch Arcade, dass man es dann immer wieder spielt und jetzt auf Start drückt und dann wieder von vorne. Aber wir haben 57 Millionen Punkte und 53 Milliarden Münzen und Zeit haben wir 0. Deshalb müssen wir jetzt auch aufhören. Und wir drücken mal Start und drücken Save and Continue. Da. Sternwelt 1-1. Und jetzt kann man irgendwas machen, wenn man auf 9, glaube ich, kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und die Schwierigkeit ist jetzt darin, dass die Löcher noch ansprechender werden. Ich weiß es nicht. Aber das Seltsame ist auch, Peach lässt sich nochmal entführen und er denkt, hat sich einfach nicht den Weg gemerkt. Keine Ahnung. Und dann haben wir einfach das erste Level nochmal. Bim. Ah. Und schwerer. Genau. Okay. Stimmt. Es sind keine Koopa mehr. Ja. Es sind jetzt die großen, bösen Geschwister von den Koopa. Die irgendwie... Die sehen auch so aus, als ob sie verrucht werden und irgendwie... hier, ne? Krumme Dinger machen. Da. So ein bisschen so... Weiß nicht. Nazis. Finde ich gut. Und schon wieder 270, hatte ich nicht vorhin schon? Naja. Zeit meine ich. Und das ist es. Willst du noch einmal zum Schluss den zweiten Level, dein erstes nochmal spielen? Bloß in schwerer. So schön. Und wie hat dir das Spiel gefallen? Das fand ich echt witzig. Nein, also es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Bloß zum Ende wurde ich irgendwie ein bisschen sauer. Ich verstehe nicht wieso. Nein, weil du mich halt genervt hast oder so, ne? Natürlich. Das ist ja selbstverständlich. Ja, klar. Ich meine, dafür, dass es fast 30 Jahre her ist, ne, das Spiel. Es ist schon ziemlich alt und trotzdem macht Spaß. Ja. Also es ist, wie gesagt, nicht mein Liebling. Ich will es nicht unbedingt immer spielen. Also ich habe mir auch, also, ich hab mir auch nicht... Also das eine, wo du das, was du mit links her machst, ne? Ja, Saturnus, ja. Oder gemacht habe, meinst du? Ja, gemacht hast. Ja, Super Mario Bros. 2. Genau, also... Vom Optischen hat mich das auch nicht mal angesprochen, also wie das da aussah und dass man irgendwie Mohrrüben da oder sowas rauszieht. Ja, oder so, war ja auch kein Mario. Wahre Nachfolger war dann Mario 3 und danach World, also die ganze Entwicklung, das merkt man auch. Und dann haben wir hier... Scheiße, bin ich nicht mal ganz am Anfang? Bisschen in der Mitte. Und
Sternwelt 1, 2. Das haben wirklich damals die ganze Zeit welche gespielt. Mir war es egal. Ich vergesse zu springen. Diese Ex. Ach, kann mal passieren. Und. Machst du mal so. Nee, hab ich nicht. Achso. Hab ich nicht gemacht. Und. So kann es passieren. Drück Continue. Mal gucken, was dann passiert. Start. Nicht saved, sondern einfach. Ja, wieder auf 0, wieder von vorne. Mein Gott. Wenn man verlieren würde. Und seht ihr, das wäre, ohne Save State hätten wir mehrmals die Welten von vorne anfangen müssen. Klein. Und wir müssten einfach die Welt jedes Mal so lernen, bis wir alles drauf haben. Bis wir irgendwann durch haben. Und das war damals richtig. Ja. Damals, wie soll ich das sagen, war es so richtig ein Erfolg. Man hat sich so gefreut. Man hat sich gefreut, Bowser zu besiegen und das Ende zu sehen. Und heute ist das Achievements. Weißt du, die überhaupt nichts mehr bringen. Die einfach nur so, oh, spiele 500 Stunden lang das gleiche Spiel. Oh yeah, Achievement. Und da war es dann so, man hat gelernt, man hat dazu gebracht und deshalb waren auch, gab es auch Unterschiede in der, wie gut ein Spieler war oder sowas. Und deshalb er hier, ich meine, du hast das erste Mal, deshalb ist es vollkommen in Ordnung. Bloß, du bist jetzt, du hast keine Geduld, wie man merkt. Hättest du es damals gespielt, würdest du jetzt einfach üben müssen. Aber wärst gezwungen. Oder du hättest das Spiel aufhören müssen, wie gesagt. Und hier auch. So wie ich mich du strengst kenne, dich gar nicht so, an. Du hättest eigentlich jetzt in die Mitte springen müssen und weiterspringen. Hättest du eigentlich auch gemacht, aber du hast dich nicht mehr konzentriert. Du konzentrierst dich nicht, wo du hinspringst. Du konzentrierst dich nicht, wann du springst. Du willst dich gar nicht anstrengen. Und daher, ich glaube, das zeigt so ein bisschen den Unterschied in der Mentalität. Speedrun, Alter. Ich zeig euch mal. Ja, Speedrun ist heutzutage was, aber das kann auch nur. Speedrun ist aber auch ohne Safe State. Das müssen. Ja, deshalb sind Leute, die Speedruns machen, oft auch älter. Ist mir aufgefallen. Das ist sehr seltsam. Aber macht total Sinn, weil sie einfach das noch kennen, dass man eben nicht speichert. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Speichern. Ich möchte Spiele auch einfach nur genießen und durchspielen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich gebe euch ganz ehrlich zu, ich habe das früher gehabt. Ich muss das jetzt nicht noch mehr haben. Zu üben, bis man kann. Weil es gibt genug Spiele auf der Welt. Das wäre, als ob man eine Serie jeden Tag immer die gleiche Folge guckt. Und daher hat mich gefreut, dass du mitgespielt hast. Ja, mich auch. Dass du mitgespielt hast, hat dich gefreut. Dass ich mal wieder mit dir was gemacht habe. Das auf jeden Fall. Und war ja ein kürzeres Projekt, als ich dachte, aber wir haben Mario mal ganz durchgespielt. Ich habe auch, ich glaube, das eine Level habe ich noch nie gesehen. Und weil ich glaube, einer. Dann habt ihr wieder was Tolles zu gucken über mich, wie ich so toll spiele. Wieso, was machen wir denn noch? und daher. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was wir dann spielen. Wenn ihr irgendwas wisst für uns beide, sagt Bescheid. Weil langsam gehen uns die Ideen aus. Nee, das nicht wirklich. Doch. Du hast ich möchte auch nicht jeden Scheiß spielen. Ja, genau. Sag das dann aber auch. Und daher, und die Wii habe ich noch nicht wieder, also müssen wir mal gucken. Aber vielleicht wisst ihr irgendwas. Schade. Ja, schenk mir doch eine. Ja. Guck mal, Mario hat voll die Beule in der Hose. Was cool. Und riesengroße Füße. Okay, achso, du willst noch was erzählen? Du brauchst ja Dings nicht. Ich habe eine Xbox, aber. Oh ja, Shooter. Naja, Shooter müssen wir ja da nicht spielen. Es gibt auch viele andere verschiedene Spiele, die man da spielen kann. Tja, haha, das ist es ja. Ja, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Natürlich, das ist aber das beste Argument, das immer kommt bei sowas. Ja, aber das ist ja aber so. Ob Xbox nur Shooter hat oder was. Nee, hat auch ein paar Rollenspiele. So fünf oder so. Xbox hat sehr viele Spiele. Also. Ich denke jetzt gerade echt nach. Ich finde die Xbox in Ordnung, aber. Ha. Ja, besorg du uns doch mal eine PlayStation 3. Wieso? PlayStation 3 ist noch schlimmer als eine Xbox. Hat der überhaupt keine Spiele. Okay, PlayStation 4 wohl eher. Bis zum nächsten Mal und lasst mal eure, wie gesagt, was ihr meint in den Kommentaren und ob ihr euch angegriffen fühlt mit dem, was ich gesagt habe oder ob ihr meint, ja okay, das stimmt ein bisschen. Wirklich? Ja, ich fühle mich angegriffen, wenn er das sagt. Das meint ihr doch gar nicht. Ja, wirklich ist provozierend und er fühlt sich gleich angesprochen und dann denke ich mir, wirklich? Wirklich? Und aber was für ein Idiot, denke ich mir dann so. Und daher bis zum nächsten Mal. Wirklich? Sag noch tschüss. Nee, wirklich? Langsam nicht mehr. Sag tschüss. Ciao und ja, bis zum nächsten Mal.